Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht es um Reiseziele 2024. Ich zeige euch, wo wir die letzten Jahre unterwegs waren, wo es uns besonders gut gefallen hat und was wir dieses Jahr so geplant haben. Viel Spaß! Starten wir doch direkt mal mit unserem absoluten Highlight, und zwar Cap Ferret in Frankreich. Hier hat es uns letztes Jahr so gut gefallen, dass wir dieses Jahr direkt wieder hinfahren. Cap Ferret ist eine Halbinsel an der südwestlichen Küste Frankreichs, gelegen zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Arcachon-Becken. Es gehört zur Region Nouvelle-Aquitaine und liegt im Département Gironde. Die Landschaft ist geprägt von endlosen Sandstränden, sanften Dünen, üppigen Pinienwäldern und malerischen Fischerdörfern. Die Halbinsel erstreckt sich über 25 Kilometern und ist an der schmalsten Stelle nur etwa 3 Kilometer breit. An der Spitze hat man eine tolle Aussicht auf die Düne von Pilar. Ein Teil von Cap Ferret ist als Naturreservat ausgewiesen, das den Schutz der einzigartigen Flora und Fauna der Region gewährleistet. Berühmt ist der Ort für seine Austernzucht, die eine lange Tradition in der Region hat. Die Austernfarmen befinden sich in den flachen Gewässern des Arcachon-Beckens und bieten Besuchern die Möglichkeit, frische Austern direkt von den Bauern zu probieren. Absolut zu empfehlen, saulecker. Wer nicht so auf Meeresfrüchte steht, bekommt hier aber auch überall eine leckere Pizza. Die vielfältige Landschaft und das milde Klima machen die Halbinsel zu einem idealen Ziel für Outdoor-Enthusiasten. Wandern am Strand, durch die Pinienwälder joggen, Fahrradfahren, hier kann man so einiges unternehmen. Und natürlich die Leuchttürme und Fischerdörfer besichtigen, die übrigens tolle Fotomotive bieten. Wer es etwas spektakulärer möchte, für den lohnt sich ein Ausflug zur Düne von Pilar. Die größte Sanddüne Europas befindet sich in direkter Nähe und ist mit einer Fläche von 500 Hektar und einer Höhe von 110 Metern absolut beeindruckend. Letztes Jahr standen wir einige Nächte auf dem Campingplatz Le Truc Vert, mitten im Pinienwald und direkt an der Düne. Absolut traumhafte Lage. Was uns hier jedoch nicht ganz so gut gefallen hat, waren die stark veralteten Sanitäranlagen. Diese wurden allerdings Anfang des Jahres erneuert und so werden wir diesen Platz auch dieses Jahr wieder ansteuern. Dänemark hat uns von Anfang an begeistert. Tolle Landschaften, super Stell- und Campingplätze und gerade mit Hund ist hier ein Camperurlaub sehr zu empfehlen. Aufgrund der Entfernung von knapp 800 Kilometern haben wir einen Zwischenstopp in St. Peter-Ording eingelegt. Hier bekommt man schon mal tolles Strandfeeling. Ja, wir stehen hier direkt am Strand. Echt mega geil. Strandcamping St. Peter-Ording. Wahnsinn. Top. Unser erster Stopp in Dänemark war Vejers Strand. Auf dem gleichnamigen Campingplatz steht man mitten in den Dünen und ist in wenigen Minuten am Strand. Der Platz ist top ausgestattet mit modernen Sanitäranlagen und allem, was man sonst noch so braucht. Weiter ging es nach Lønstrup. Hier standen wir direkt auf einer Klippe, haben den Sonnenuntergang genossen und uns einen spektakulären Leuchtturm angeschaut. Das Besondere an dem Leuchtturm Rupje Knude, er wurde auf die Gefahr hin, dass er von der Küste abbricht, 70 Meter landeinwärts verschoben. Man kann den Turm besteigen und hat eine tolle Aussicht.
Und wenn man schon mal in Dänemark ist, kann man auch direkt in Kopenhagen bummeln. Stellplatz haben wir uns dann ca. 60 Kilometer nördlich in Tisvilde rausgesucht. Kostenlos und wieder direkt am Strand. Sardinien. Ja, was soll man zu Sardinien sagen? Außer, dass es genauso spektakulär und atemberaubend ist, wie man es vielleicht von Bildern und Videos her kennt. Und ja, das Wasser ist wirklich so knallig türkis und super klar. Nach einem kurzen Abstecher in Pisa sind wir bei Livorno auf die Fähre gegangen und rüber nach Olbia gefahren. Straßen bzw. Buckelpisten auf Sardinien können schon mal was abenteuerlich werden. Aber bis auf eine verbogene Schraube am Abwassertank ist nichts passiert. Dafür wird man mit tollen Plätzen belohnt. Hier empfiehlt sich jedoch vorher genau zu schauen, wo und wie lange man stehen darf. Diese drei Orte haben uns am besten gefallen. Capo Seraso. Nicht weit von Olbia entfernt bekommt man hier Sardinien-Feeling pur. Tolle Buchten und extrem klares Wasser. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, ein Sub dabei zu haben. Die Anfahrt war aber mindestens genauso spektakulär. Niki hält den Schrank zu, weil der einmal rausgeschossen ist. Zweiter Spot. Orosei liegt ebenfalls an der Ostküste. Hier hat man eine tolle Mischung aus Strand und Wald und es macht Bock, die umliegende Gegend zu erkunden. La Maddalena liegt ganz im Norden an der Costa Smeralda. Hier muss man nochmal mit einer kleinen Fähre rübersetzen. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten. Hier ist das Wasser nochmal klarer, die Buchten noch schöner, absolutes Karibik-Feeling. Sardinien ist gerade mit Camper absolut zu empfehlen und wir werden definitiv nochmal wiederkommen. Schweden, genauer gesagt Südschweden, haben wir 2021 direkt nach dem Dänemark-Trip erkundet. Wir sind mit der Fähre von Frederikshafen nach Göteborg gefahren und haben hier knapp 1500 Kilometer erkundet. Zu den Highlights zählten für uns die Ronja-Räuber-Tochterschlucht in Fjällbacka. Hier gibt es einen schönen Wanderrundweg. Generell sind wir hier viel gewandert. Die Landschaft mit ihren vielen Seen und Wäldern bietet sich dafür aber auch perfekt an. Nächstes Wanderhighlight war der Store Mosse Nationalpark mit knapp 8000 Hektar Südschwedens größtes Moorgebiet. Hier gibt es tolle Wanderrouten über Stege und durch die Wälder. Musik.
hat die Schnauze voll. Er ist ja gerade einmal runter ans Moor geplumpst. Ich lach lieber nicht so laut. Zwischendurch immer mal einige Zimtschnecken einwerfen und dann ab zum nächsten Highlight. Ja. Eine Burgruine auf Öland. Die Insel kann man bequem mit dem Camper erreichen. Und einen Ausflug zur Schlossruine Borkholm lohnt sich definitiv. Richtig gut hat es uns dann nochmal in Ronneby gefallen, wo wir direkt am Wasser standen. Den Link zu der kompletten Schwedentour mit allen Stellplätzen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Traumhafte hügelige Landschaften, endlos lange Zypressenalleen, kulinarische Köstlichkeiten und malerische Dörfer. So heißt es jedenfalls in vielen Reiseberichten. Und das mit dem Camper zu erkunden, ist schon verdammt cool. Als erstes haben wir uns Bologna angeschaut. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Die Stadt beeindruckt mit toller Architektur und unglaublich gutem Essen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Landschaft mit dem Camper zu erkunden. Genau das macht die Toskana aus, wie wir finden. Der Mix aus toller Landschaft und alten Städten. Siena beeindruckt mit mittelalterlichen Gassen und Plätzen. Die Piazza del Campo zählt zu Recht zu den schönsten Plätzen Europas. Die Altstadt von Pienza gilt zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist auf jeden Fall ein Abstecher wert. Highlights der Stadt sind der fast 360-Grad-Blick auf die toskanische Landschaft und der köstliche Pecorino-Käse. Bleiben wir doch direkt in Italien. Das nächste Reiseziel ist nämlich der Gardasee. Hier waren wir als Abschluss unserer Toskana-Tour letztes Jahr. Und es hat uns so gut gefallen, dass es dieses Jahr ein Hauptziel wird. Gestanden haben wir auf dem Campingplatz Camping Sirmione. Der Platz hat einen kleinen Shop, einen Pool, ein Restaurant und die Sanitäranlagen waren die besten, die wir bisher in Italien gesehen haben. Die Lage vom Platz ist echt mega, direkt am See. Sirmione hat eine reiche Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Das imposante Schloss, auch bekannt als Rocca Scaligera, ist eine mittelalterliche Festung, die am Eingang der Halbinsel thront. Die charmante Altstadt von Sirmione ist voller schmaler Gassen, malerischer Plätze und gemütlichen Cafés und Restaurants. Etwas abseits und schon fast versteckt liegt der Jamaica Beach. Hier kann man im klaren Wasser schwimmen, die tolle Aussicht genießen und im Beach Club chillen.
kleines Highlight noch zum Schluss. Ich würde das jetzt nicht als Reiseziel bezeichnen, sondern eher als Zwischenstopp. Wer die Normandie in Frankreich auf seiner Routenplanung stehen hat, der sollte sich unbedingt den Mont Saint-Michel angucken. Die mittelalterliche Abtei thront auf einer felsigen Insel vor der Küste der Normandie. Sobald man die Insel betritt, fühlt man sich wie in einer mittelalterlichen Zeitmaschine, während man durch die engen Gassen mit ihren charmanten Fachwerkhäusern und Geschäften schlendert. Der Aufstieg zur Abtei durch enge Gassen und steile Treppen ist ein echtes Abenteuer und das nicht nur wegen der Menschenmassen. Je höher man geht, desto mehr wird man mit einer atemberaubenden Aussicht belohnt. Straftat begangen. Und zwar habe ich Kekse geklaut, bin aber wieder in den Laden reingerannt und die bezahlt. Ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen. Auf einmal war da eine Schiebetür und wir standen draußen. So zu Niki, ich habe was geklaut. Wir standen hier auf einem Campingplatz, der knapp 2 Kilometer vom Mont Saint-Michel entfernt ist. Wenn man keine Lust hat, die Strecke zu laufen, kann man auch einen Shuttlebus nehmen. Diese fahren hier im Dauerbetrieb. Das waren unsere Tipps zu den Reisezielen 2024. Wir wünschen euch tolle Van-Touren und schreibt doch gerne in die Kommentare, was euer Reiseziel 2024 ist. Links zu allen Van-Touren aus diesem Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!